06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Andrew Wooten, ich glaube, es war heute auch für dich nochmal ein weiterer Vorgeschmack, was die Hammerstraße euch geben kann, aber wiederum auch, was ihr der Hammerstraße geben könnt. Das war ein geiler Fußballabend. Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Souverän gewonnen, haben nichts hinten zugelassen und vorne die Tore gemacht. Erste Halbzeit, glaube ich, hätten wir auch schon 2-3 Tore machen können. Haben wir versäumt, aber dann Anfang zweiter Halbzeit haben wir dann richtig Gas gegeben und die Fans haben uns gepusht und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Du triffst selber auch weiter heute doppelt fürs Stürmerherz. Gibt's nichts Besseres, ne? Nee, und dann noch zu gewinnen, umso schöner natürlich. Ja, freut es mich sehr, aber wichtiger ist der Sieg und wir alle schießen Tore und wir alle verteidigen. So ist es im Mannschaftssport. Nikola Remberg, Freitagabend 15 Uhr Heimsieg. Ich glaube auch für euch Jungs gibt's da wenig Besseres, oder? Auf keinen Fall. Also 5-0 hier, haben wir vorher auch nicht mitgerechnet, aber es gibt nichts Geileres, als hier 5-0 zu gewinnen mit so vielen Fans, die hier waren. Es war überragend. Vor allem, wenn ihr dann selbst noch, also den ersten machst du gut, aber über den zweiten, geiles Teil. Ja, der Trainer sagt immer, ich kann keine Tore schießen. Da wollte ich dem heute mal zeigen, dass ich doch Tore schießen kann. Und dann, ich habe den super getroffen, Tor hat nur hinterher geguckt, einfach überragend. Und dann musst du noch auf den Zaun hoch. Ja, das ist das erste Mal gewesen, aber es ist ein geiles Gefühl, kann ich wirklich öfter machen. Trotzdem, ihr habt jetzt einfach Bocholt wirklich souverän geschlagen. Was war der Schlüssel, dass ihr es dann doch auch so gut übers Ziel gebracht habt? Also erste Halbzeit fand ich, haben wir uns ein bisschen schwer getan, sind wir nicht so reingekommen, aber zweite Halbzeit, also wir sind super in die Räume gelaufen, wir haben uns super durchkombiniert. Das erste Tor mit Endu oder das zweite, das war dann im Endeffekt der Schlüssel und dann machst du 3, 4, 5 Tore und so gewinnst du hier 5-0. Hinten steht die 0, besser geht's gar nicht. Sascha Hildmann, du hast dich auf die Hammerstraße gefreut und die Hammerstraße hat in Summe geliefert. Hat gehammert. war natürlich eine super Kulisse. 8.100 Zuschauer, Wahnsinn. Und dann natürlich dann so ein Spiel mit 5 Toren für uns. Wirklich sehr gut, hat richtig Spaß gemacht. Und ich will jetzt gar nicht so viel Negatives suchen. Natürlich als Trainer, erste Hälfte, waren wir im letzten Drittel noch etwas ungenau, haben uns das Leben schwer gemacht, aber waren immer dominant, waren spielbestimmt. Und mit der zweiten Hälfte dann, ja, so schöne Tore geschossen. Die Jungs haben Gas gegeben, sind marschiert, wollten noch das zweite, dritte, vierte Tor nachlegen. Haben gar nicht aufgehört und so gefällt mir das und so gefällt das den Zuschauern. Und so kann es sehr gerne weitergehen. Im Prinzip sagst du schon, da geht einem Trainer dann auch mal das Herz auf. Ja, wenn man dann auch sieht, wie sie noch nachjagen beim 5-0 und sich da überhaupt nicht schonen und in jeden Zweikampf gehen, dann macht das echt Spaß und dann ist das genau der richtige Weg. Marc Schulze-Nius, Pflichtspiel Nummer 250, erstmal auch an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch und ich glaube, viel besser hättest du dir den Abend nicht vorstellen können dafür. Genau, also ich glaube, das Ergebnis und auch das Spiel war optimal, war richtig gut für uns. Ein 5-0-Sieg zu Hause vor den Fans, war, glaube ich, schon wieder ein richtig cooles Erlebnis. Natürlich auch viel, viel Arbeit für uns, aber ich glaube, insgesamt haben wir das Spiel gut im Griff gehabt, haben gerade in der zweiten Halbzeit den Ball gut laufen lassen, unsere Chancen genutzt und von daher können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Du sagst auch vor den Fans, nach dem Spiel warst du dann auch mitten in den Fans. Auch für dich dann natürlich, du bist so lange hier, dich kennt hier jeder, du kennst die Jungs. Geiles Gefühl. Ja, absolut. Also ich habe mich riesig gefreut. Ich wusste das nicht. Wie gesagt, ein emotionaler Moment für mich. Zeigt wirklich die Wertschätzung von den Jungs der aktiven Fanszene. Da habe ich mich riesig gefreut. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt kann man den Abend genießen. So sieht's aus. Dennis Grote, einmal bist du schon reingekommen. Heute durftest du dann mal auch eine halbe Stunde wieder hier spielen. Wie ist es für dich, zurück im Preußenstadion zu sein und dann Sonnabend ja auch noch zu erleben? Ja, wie in den letzten zwei Spielen auch. Natürlich sehr schön, dass wir das Ganze mit dem Sieg wieder abrunden. Ich denke, wir sind heute der völlig verdiente Sieger, auch in der Höhe. Und einen schöneren Freitagabend, glaube ich, kann es nicht geben. Vor allem, wenn die Tore fallen, dann merkt man, dann könnt ihr auch schnell mal in den Rausch kommen. Ne? Dann klingelt es halt mal zweimal hintereinander. Ja, in welchen Zeitabständen dann die Tore fallen, kann man ja auch nicht immer beeinflussen. Aber klar ist, dass das Bällchen gut lief, das hat man gesehen. Und wir haben, glaube ich, einige schön herausgespielte Tore geschossen. Und dir macht es weiterhin Spaß, zurück an der Hammer Straße zu sein? Ja, na klar. Ich meine, wenn du die Spiele gewinnst, macht es sowieso Spaß. Und das andere kommt ja noch oben drauf.